Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Depoja, also der dritten Teil. Dem Goodbye Depoja. Wir spielen direkt hier weiter. Es hat keine irgendwie Dinge. Ja, sind wir noch. Also, was ist hier passiert? Rufus mal drei, das hebt doch kein Mensch mehr aus, ey. So ein halber Rufus reicht da ja schon hier, um jemand hier zum Beispiel zu bringen. Ja. Gut, aber es musste sein, Rufus musste sich klonen, also dreifach, indem man jetzt auch weiß, dass er auch ein Klon ist. Im Prinzip, dass alle Klone sind, Cletus ist ein Klon, dann Arcus ist Klon, die ganzen Organons sind Klone, ja. Gut, sonst eigentlich sind ja keine weiteren Klone bekannt hier, ja. Naja, gut, bei Cletus und Rufus da. Konnte man das ja schon irgendwie ein bisschen erahnen, ja, vom Aussehen her und vom Sprechen her. Ja, also, wie ist das jetzt hier? Wir haben jetzt drei Rufusse, können auch hin und her schalten und einer hat nur die Nukleinsäure, die wir brauchen, um ja, die Goal wieder groß zu machen. Gut, leider hat es halt eben ein Problem gegeben, dass nicht genug Nukleinsäure mehr in der Maschine war. Tja, und jetzt ist sie irgendwo in den Kanal runtergefallen, ja. Und Rufus musste sich aufteilen, damit er verschiedene Dinge auf einmal machen kann. So, jetzt zeigen wir denen mal hier die Nukleinsäure. Ich wusste es. Das heißt dann wohl, ich rette Goal. Nicht so schnell. Ja, jetzt kommt natürlich der Streit. Dreimal die gleiche Person, das kann nie gut gehen. Also es hat ja jeder dasselbe, identische Wesen und ja, wenn es mich zweimal gäbe, naja, klappt es ging auch nicht gerade gut. Mensch, schön wäre es schon irgendwie, wenn man eine Kopie hätte, wo man dann, sage ich mal, irgendwie bestimmte Sachen machen lassen kann und die man nicht so gern macht oder so. Ja, aber dann müsste die halt auch wie Sklave sein. So. Lass los. Hey, hört auf mit dem Unsinn! Ja, du sagst Nun, es. hilf mir doch mal! Wem soll ich denn helfen? Ja, am besten der, die hat. Warum lässt der Idiot nicht los? Warum hilft er mir nicht? Tja, er ist eben wie du. Hilfst du anderen Leuten? Nee. Hey, hört auf mit dem Unsinn! Ja, würde ich ja gerne hier. Hey, hört auf mit dem Unsinn! Ja, Hey, hört auf mit dem Unsinn! Warum lässt der Idiot nicht los? Tja, wechseln wir mal auf den. Hey, hört auf mit dem Unsinn! Nun, hilf mir doch mal! Wem soll ich denn helfen? Ja, keine Ahnung, hilft dir selber. In dem Fall. Hey, hört auf mit dem Unsinn! Hey, hört auf mit dem Unsinn! Ja, okay, das bringt so nichts hier. Ja, dann mal. Tja, wenn zwei sich streiten? Ja, wie geht das Sprichwort weiter? Freut sich nochmal ein Dritter, ne? Tja, wenn zwei sich streiten? Ja. Okay. Hey, hört auf mit dem Unsinn! Ja, gut, Hey, hört auf mit. das sagt er auch nur, oder wenn er jetzt den nimmt. Ja, perfekt. Alles gut. So. Drei Rohre. Okay, drei Rufusse. Nummer eins ist weg. Nummer zwei auch. Ja, jetzt freut sich der Letzte, ne? Ja. Zu früh gefreut. Jeder hat ein Rohr abbekommen. So. Und dazu gibt es noch eine Toneinlage.
Rufus, ein Klon? Boah, ein dicker Hund. Nun ja, was ihm hier zu Ohren kam, war schon allerhand. Doch nun krempelt schon mal eure Ärmelschoner hoch, weil für Deponia noch Hoffnung bestand. Es sah zwar noch duster aus, doch einer muss ja nun mal am Tunnelende die Glühbirnen weg. Sinn und weil viel zu tun war, stieg er in den Klonapparat. Zu dritt schafft man dreimal so viel weg. Hussa, dreimal so viel Dreck. Weg! Es muss weg heißen! Ja, Deponia. Diesmal im Dunklen. Ein Königreich der Sinne. So. Lol? Bist du das? Gott, ist das duster hier. Roll, wir müssen vorsichtig sein. Wer weiß, was für gruselige Viecher hier in der Dunkelheit lauern. Ja, vom Ton her könnte es Gold sein, ne? Wir können jetzt den zwei Leuten hin und her schalten. Dann schauen wir uns die Gold mal an. Die wird uns mit ihrem ständigen Geheule noch in Teufels Küche bringen. Ich muss sie irgendwie ruhig stellen. Ruhig stellen? Ja, wie wär's mit einem Betäubungsmittel? Das hört sich nicht so an wie beim Arzt. Bitte. Verhalte dich ganz still, ja? Wir müssen immerhin davon ausgehen, dass wir von menschenfressenden Monstern umzingelt sind. Mach nicht doch! Psst! Okay, also möglicherweise Goal. Ja, super, was haben wir jetzt hier? Aha, drei Fragezeichen. Ach, haben sich da schon Anton, Simon und Jana versteckt? Mal gucken, ob ich etwas ertasten kann. Aha, da ist eine Spalte im Fels. Okay, bist du sicher? Da ist eine Spalte im Fels. Okay. Na dann. Na. Nicht so laut, Goal. Du wächst noch die ganzen gefährlichen Tiere. Okay, die schreit. Oder keine Ahnung, ob es überhaupt Goal ist. Man weiß es ja nicht. Ist ja dunkel. Das hier ist trocken, lang und dünn. Keine Frage. Das ist der Plot von Geheimakte Tunguska. Oder ein niedrig hängender Ast. Eins von beiden. Bitte was? Kannst du das nochmal wiederholen? Das hier ist trocken, lang und dünn. Keine Frage. Das ist der Plot von Geheimakte Tunguska. Oder ein niedrig hängender Ast. Eins von beiden. Komm, so schlecht wird das Spiel ja wohl auch nicht sein. Also echt. Na dann. Na. Nicht so laut, Goal. Du wächst noch die ganzen gefährlichen Tiere. Die sind eh schon wach wahrscheinlich. So, haben wir jetzt einen Ast? Na dann. Okay. Nicht so laut, Goal. Du wächst noch die ganzen gefährlichen Tiere. Also, mir tut da irgendwie was deuchen, weil die Augen haben sich da gerade verändert, wenn ich halt den Ast gepackt habe. Okay. Ja, aber... Gibt es sonst noch was? Ich sehe nichts mehr. Also hier ist Goal. Ja, die Spalte und. Also ein Ast. Da ist eine Spalte im Fels. Ja, und da hast du doch mal reingekrabbelt. Also was kann ich jetzt in der Spalte Na machen? Dann. Na. Nicht so laut, Goal. Du wächst noch die... Ja. Bitte. Verhalte dich ganz still, ja? Wir müssen immerhin davon... Nicht doch. Ach, Mann. Goal, Goal, Goal. Da gibt's ja noch irgendwas. Ach, da ist noch was. Hier wächst irgendwas. Eine Art Moos oder Gestrüpp. Okay. Hier wächst irgendwas. Eine Art Moos oder Gestrüpp. Dann nimm mal das Gestrüpp. Na dann. Na. Nicht so laut, Goal. Du wächst noch die ganzen gefährlichen Tiere. Also ich glaube, ja, aber das Gestrüpp, hallo? Warum hat das Gestrüpp jetzt nicht weggenommen? Naja, ich glaube, hier unten können wir erstmal gar nichts machen. Weglaufen können wir auch nicht. Das ist der linke, ne? Dann gehen wir doch mal auf den mittleren. Hast du Probleme, Boso-Schatz? Nein, danke, Frau Moog. Lass den Jungen in Ruhe sein Geschäft machen, Frau. Ich dachte, er braucht Hilfe. Ich schaff das schon. Es ist nur... Du hast Angst, nicht wahr? Ja. Ach,
Vorm Pupu machen? Vorm Weltuntergang, du Dummkopf. Nein, nein. Es ist nur... Ach, egal. Stopp! Mach keinen Scheiß! Damit hast du nicht gerechnet, was? Ja, ich bin immer für eine Überraschung. Oh, oh. Ja, ich glaube, er hat Angst vor Rufus. Für mich war das auch nicht gerade angenehm. Sowas. Kommt da aus dem Klo raus, okay. Ah ja, da kann man gleich rum. Schnabelt hier schon wieder. Okay, was haben wir denn hier alles? Ja, toll, da haben wir die Mooks. Ist das vielleicht... Nee, das ist doch nicht Oma Utz, also. Die wird nicht Mooks heißen, also. Gut, also hier sind wir scheinbar in der Stadt. Ja, jetzt werde ich mal noch eigentlich gucken, was wohl jetzt der letzte Rufus ist. Ich fahre da mal zu ihm rüber. Ah ja. Sieh mal einer an. Ich bin direkt am Fuße der oberen Aufstiegsstation gelandet. Dem Sitz der Organon-Hauptverwaltung. Und dem Ankerplatz des letzten Hochboots nach Elysium. Also ab jetzt sollte ich vorsichtig sein. Also noch vorsichtiger als sonst. Hier wimmelt es ja geradezu von Organonen. Sie ziehen sich offenbar aus der Stadt zurück. Was haben die nur vor? Vielleicht kann ich sie belauschen. Los, beeilt euch! Da sind immer noch Kisten, die mit nach Elysium sollen. Nein, nicht die dort. Die soll zur dritten Zwischenebene. Okay. Also die Mehrzahl von Organon ist also Organonen. Hätte ich gedacht Organons oder Organe. So. Okay, die verladen hier anscheinend noch Kisten. Ja, Organe wäre doch der passende Mehrzahl oder so. Organon Einmarsch. Organ Aufsicht, was ist das hier für eine Laterne? Okay. Die hat einen Knopf, die kann man hinaus. Was? Aufstiegsstation? Das ist die obere Aufstiegsstation. Irgendwo da oben wartet das letzte Hochboot nach Elysium. Zu blöd, dass der Organon ausgerechnet hier seine Hauptverwaltung hat. Wie stehen wohl die Chancen, mich durch den kompletten Turm bis zum Aufstiegszoll durchzuprügeln? Plus minus 50-50. Nachdem Marsch hier zu beurteilen, keine Chance. Da kann man in ein Rohr reinkriechen. Hier, Solarzellen, das ist irgendwie Bildschirme oder sowas. Bildschirmbetriebene Bildschirmbetriebene Solarzellen. Ich meinte Solarzellenbetriebene Bildschirme. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. So, Organon-Einmarsch. Der komplette Organon zieht sich in die Hauptverwaltung zurück. Es wird schwierig werden, sich unbemerkt dort hineinzuschleichen. Ach, verkleide ich doch einfach wie so einer. Wie wär's denn damit? Solange er die Verladung überwacht, könnte es schwierig werden, mich in einer der Kisten zu verstecken. Ich müsste ihn irgendwie ablenken. Ja, da tanzen ja auch noch zwei rum, von daher. Gulli? Korridor! Keiner da. Doch, schon jemand da, bloß irgendwie wollen die nicht sprechen mit dir, ne? So, dann gehen wir mal hier ins Rohr rein. Echt rohrig, okay. Knopf, Kiste. Laut Etikett geht die hier zur Kontrollebene, also nicht nach Elysium. Ich muss wohl eine andere Kiste finden. Naja, aber nimm die doch einfach mit. Das ist doch Zeitverschwendung. Ich sollte lieber eine Kiste finden, die nach Elysium geht. Okay. Kiste? Laut Etikett geht die hier zur Kontrollebene, also nicht auch nach Elysium. Ich muss wohl eine... Okay, die da hinten. Nanu, da bewegt sich doch etwas. Hallo, ist da jemand? Verdammte Hacke! Dieser Schweinescheinwerfer versaut mir den ganzen Plan. Solange der Wachmann nichts Besseres zu tun hat, bleibe ich lieber hier im Schatten. Okay, ja, da müssen wir erstmal ablenken. Wir können hier nicht groß gucken. Nanu, da wird... Ja, nee. Verdammte, dieser Schwein. Solange der... Nee, nur der Wind ist da. Der Schatten ist da. So, dann nehmen wir uns mal den Knopf vor, den können wir nicht angucken. Also dann gleich drücken, nicht lang gucken.
Aha. Was ist das? Und zum Abschluss unseres heutigen Programms habe ich noch einen ganz besonderen Leckerbissen für euch. Ihr kennt ihn alle. Ihr liebt ihn alle. Und hier ist er nun mit seinem aktuellen Smash-Hit. Cowboy Dodo mit Schau mich an. Eine solarbetriebene Leuchtreklame. Sehr fortschrittlich. Du weißt nicht, was du willst, wer du bist, wo du stehst, woher du kommst, wo du bleibst oder kurz wohin du gehst. Aus eigener Kraft, nie irgendwas geschafft. Völlig ehrenhaft schmorst du in deinem Saft. Es ist okay, du bist autark, wie Metall mit Eigenleitung. Du schaffst von nichts, doch wenn du schaffst, dann wär's eine Eigenleistung. Du holst dir nie einen Rat, liest nie eine Morgenzeitung. Hast von nichts eine Ahnung und hast doch eine eigene Meinung. Und es ist okay so. Dann holst du auf das Ego, was mich nervt, fragt man dich, na, wie geht's dir, sagst du, geht's. Warum kriegen alle Spacken was gebacken und ich niente? Warum bleibt die ganze Kacke an mir backen? Alter, wenn die dir nicht helfen lässt, dann bist du selber schuld daran. Willst du wissen, wie das geht, dann schau mich an. Wo ist das Problem, auch mal Hilfe anzunehmen? Lass doch mal den Profi ran und schau mich an. Alter, brauchst du eine Brille? Wächst die Grille auf der Pupille? Hast du was am Seerogan? Mann, schau mich an. Ich bin der Cowboy Dodo, Cowboy Dodo, dip dap Dobo, schau mich an. Ey, Cowboy Dodo, Spot auf den Cowboy, der Barber, der Bar, schau mich an. Der Organ ist ein Cowboy Dodo Fan. Jetzt, da er abgelenkt ist, muss ich nur noch eine offene Kiste finden. Vorzugsweise eine, die nach Elysium mitgenommen wird. Schon heißt es Goodbye, Deponia. Schade, dass Go nicht hier ist. Ich hätte ihr Schicksal nicht diesen blöden anderen Rufus überlassen sollen. Ach ja, wenn man nicht alles selber macht. Ich wette, die anderen beiden kommen nicht so gut voran. Diese Sattheinis. Ja, wie sprichst du denn über dich selber? Ah, okay, ist der Ton leiser? Ich wollte jetzt den Ton eigentlich gerade leiser stellen, weil ich habe fast Rufus hier nicht verstanden. Naja, gut, man kann es lesen. Okay, die sind jetzt abgelenkt und die sind Cowboy Dodo-Fan. Naja, Rufus, dass du keiner bist. Naja, gut, das sind doch nicht so ganz gleich die Klone. Oh, schau mich an, schau mich an. So ein blöder Fatzke. Was soll's? Solange dieses Gejaule den Wachmann ablenkt, soll's mir recht sein. Ja, dann sei froh. Oh, schau so. Solange die. Okay, Kiste? Na, wer sagt's denn? Die hier geht nach Elysium. So ein Quark, die ist mit einem Nummernschloss gesichert. Ach, war ja klar, da gibt's auch nur 2000 Kombinationen oder so. Na gut, ich weiß nicht, wie vielstellig das Schloss ist. Ne, es gibt mehr natürlich. Bei einem dreistelligen Schloss gibt's ja schon. Boah. Kommt drauf an, wenn es 0 bis 9 gibt. Also dreimal. Ja, da gibt es schon fast 1000 Kombinationen. Ne, über 1000. Und einmal. Naja, man kann das hochrechnen. Ich habe die Formel da nicht im Kopf. Scheibenkleister. Solange da was draufsteht, bekomme ich die nie auf. Ja, dann nimm doch das mal runter. Na, wer sagt's denn? Die hier. Ja, was drauf? Gut, also dann die auch nicht. Dann wie wär's mit da oben? Na, wer sagt's denn? Die hier geht nach Elysium. Aber lass mich raten, die ist auch gesichert. So ein Quark, die ist mit einem. Ja, war ja klar. Da hätten wir noch eine Kiste. Auch Elysium. Perfekt. Also rein. Der Murks, die ist zu klein, um mich darin zu verstecken. Ach komm, so ein bisschen hier Arm abgesägt oder sonst sowas, Hackfleisch und dann passt es schon, ne? Ja, die unten das können wir auch nicht. Das ist zeitlich, ich sollte laut Etikett also nicht, weil ich muss wohl einer. Ach so. So, da hinten können wir auch nicht rein. Wo ist denn jetzt eigentlich? Ah doch, da stehen sie ja noch beide. So. Er ist abgelenkt. Das ist meine Chance. Okay, dass die jetzt nicht hingucken, das wundert mich eigentlich. Der komplette Organ nun, es wird. Ja, da hätten wir noch einen Pass, aber. Hier ist gar kein Etikett drauf. Ich muss wohl eine andere Kiste finden. Wieso geht doch nicht Pass? Das ist doch Zeitversch. Ich sollte lieber eine Kiste finden, die nach Elysium. Ja, also gut. Dann nimm doch so ein Etikett weg, mach das halt Fass und. Keine Ahnung oder so. Ja, gut, scheinbar können wir hier oben auch nicht viel machen. Ich würde dem Wachmann direkt durchs Sichtfeld laufen. Wie echt jetzt? Ja, wir können auch nicht mehr auf den Knopf drücken hier. Vergiss Ach. Es. Ich würde dem Wachmann direkt durchs Sichtfeld laufen. Wie? Das ist doch hier das Rohr, hä? Ja, dann bleib halt oben. Was soll's? Ja, mit dem Rufus kommen wir ja scheinbar nicht mehr weiter.
Ja, mit dem Kanalrufus kommen wir auch nicht groß weiter, dann können wir eigentlich nur mit dem Mittlern. Ja, wer hat ja auch gerade noch gesagt, dass er am weitesten kommt? Ja. Ne, hier kann man glaube ich echt nichts mehr machen. Oder? Moment, ne. Mal kurz die Leertaste schweifen lassen. Gut, die Kisten, ja, wir wissen ja eigentlich schon, was wir nehmen müssen. Die Kisten sind ja generell zu klein. Ja, okay, dann wechsle ich auf den hier zurück. Gut, gehe. Was haben wir denn hier? Tasche? Ja, Schnabeltier. Fragezeichen, Wäschespinne, Feuerwehranzug. Okay, das Klo können wir nicht mehr benutzen. Ja, Timo. Rosos Nachbarschaft ist ganz schön heruntergekommen. Der Teil, der noch steht, ist total morsch und porös. Und der Teil, der sitzt, ist hinter der Zeitung schwer zu erkennen. Guck dir mal die Tasche an. Mein letzter Postraub liegt schon ein Weilchen zurück. Ich hoffe, ich weiß noch, wie man die Zacken der Briefmarken entschärft. Ja, du kannst ja mal kurz da die Tasche entleichtern. Oder erleichtern. Oh, da ist sogar ein Brief drin. Der Brief ist an Bosos Mama adressiert. Ja, warum nimmt der überhaupt Fenster? Mein liebstes Rehlein, ich wünschte, du wärst bei mir. Himmel, was für eine schwülstige Einleitung. Das gibt Abzüge in meiner Online-Rezension. Na, jetzt kommt doch langsam etwas Action in die Sache. Der Dienst an der Front scheint mir nicht gut zu bekommen. Genauer gesagt, ich bin auf eine Organon-Landmine getreten und werde innerhalb der nächsten Sekunden... Arg! In Liebe, dein Papa Boso. Es? Nimm dich vor dem Briefträger in Acht. Ich glaube, dass er heimlich unser Bad benutzt. Zumindest habe ich Unterwäsche mit seinem Namen drauf oben auf dem Spülkasten gefunden. Okay. Wenn derjenige an der Front ist, wie konnte er wissen, dass da hier... Unterwäsche da ist. Das ist ein bisschen Logikfehler. Und das muss er, den letzten Satz muss er aber noch vor dem Arc geschrieben haben. So, okay. Dann gucken wir uns mal den Feuerwehranzug an. Ich wäre ein toller Feuerwehrmann. Epische Wasserschlachten, Brandschatzmaßnahmen und Menschen in Not vom Baum aus mit Katzen bewerfen. Ach ja. Ja, das glaube ich weniger. So, welche Spinne? Die Stadt liegt in Trümmern, die Welt geht unter. Egal, solange die Wäsche trocken wird. Ja, das ist ganz wichtig, wenn die nicht trocken wird. So, dann dreht mal weiter. Was haben wir denn sonst noch? Ninja-Dress. Roso hat einen Ninja in der Familie. Wie konnte er das nur von mir verbergen? Immerhin war es eine Heidenarbeit, den Ninja-Detektor aus dem Bastolino-Heft auszuschneiden. Sollen wir weiter sehen? Ein Strampler haben wir noch. Wenn dieses Outfit groß ist, will es Astronaut werden, um mit den anderen beiden mithalten zu können. Okay. Ja, das nächste wäre dann das mit dem Moog sprechen, aber das wird wahrscheinlich sich wieder eine Weile hinziehen. Da wir jetzt eigentlich eh schon ziemlich am Ende der Folge sind, würde ich sagen, das machen wir jetzt in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Legolas. Tschüss.